Ich habe schon ein Interesse zu spüren oder zu sehen, was tritt einem gegenüber, wenn eigentlich nichts da ist. Hallo, ich bin Paul Spengemann, Künstler und lebe und arbeite in Hamburg. Paul Spengemann, Gast von Double Feature. Wir befinden uns hier im Werten Palmgarten von Frankfurt. Die erste Frage an dich, warum hier? Natürlich ist es ein guter Ort oder ein gutes Format, was vielleicht auch so ein bisschen Anklang findet mit dem Film, den ich heute Abend zeigen werde. Es ist eine neue Arbeit, die nennt sich Walking Stick und beschäftigt sich unter anderem mit dem Format Wildlife-Film, Dokumentarfilm, der Naturfilm, der Tierfilm. Also was häufig bei dir der Fall ist, ist, dass der Beobachter, der Akteur des Films die Kamera selber ist. Durch dass der Film auch so verschiedene Bedeutungen erfährt. Das ist schon wichtig innerhalb des gesamten Prozesses, dass da hinzukommen, dass sich das an irgendeiner Stelle ausstellt oder dass sich da an irgendeiner Stelle wie diese Sprache oder sowas und auch der Effekt zum Beispiel entlarvt oder auch erfüllt. In der Hinsicht wird zum Beispiel auch der Raum ausgesucht. Also für mich ist es wichtig, glaube ich, zunächst mit Räumen zu arbeiten, die mich betreffen, die irgendwas sehr Einfaches haben, die im Idealfall dann vielleicht auch den einen oder anderen betreffen kann. Also sozusagen erstmal eigentlich ein ganz simples Setting zu bedienen und auch vielleicht eher in so einer Art Kammerspiel zu landen. Das heißt, der Film verlässt den Raum dann auch nicht in seiner Zeit und das wird man dann vielleicht nach 3 Minuten merkt man das, okay, das sind die Bedingungen und wenn man das abgelegt hat, dann kann man sich auch auf einmal auf was Neues konzentrieren, wenn die Bedingungen klar sind. Ich glaube, das ist mir wichtig, dass das erstmal auf der einfachsten Ebene hergestellt wird. Und in Walking Stick ist es ganz offensiv, dass die Kamera an- und ausgeschaltet wird und verschiedene Abläufe ausprobiert werden. Also auch, wo es mir auch wichtig ist, mit Dingen zu spielen, die ich vielleicht selbst noch nicht ganz verstanden habe. Das sind ja genau die Fragen, die sich dann auch wahrscheinlich dir stellen, wenn du dir überlegst, wie wird beobachtet, wenn Werbung gemacht wird, wie wird beobachtet, wenn Film über Natur gemacht wird. Mhm. Das scheinen ja schon genau diese Akteure zu sein, die da sind. Und dadurch eigentlich so eine Spannung erzeugt wird, was man auch als Melancholie sehen könnte, gegenüber dieser Realität. Mhm. Ich glaube, die Melancholie steckt vielleicht auch selbst schon in den Produktionsmitteln drin. Also, dass man eventuell in meiner Situation nicht die Chance hat, für das Bild XY einmal um die Welt zu fliegen, um das in dem Dschungel sozusagen zu erzeugen, sondern das ist wirklich auch so naiv aufgebaut, dass ich mir diese Produktion in meine mich betreffenden Räume bringe. Also jetzt bei Walking Stick in meinem Wohnzimmer, oder das ist auch nicht unbedingt so wichtig, dass es mein Wohnzimmer ist, aber dass es ein privater Kontext ist, der eigentlich zugänglich ist für jeden oder den jeder hat oder im Idealfall. Mhm. Man hat vielleicht nicht dieses exotische Tier vor sich, sondern man baut es sich selbst. Wenn in dem Walking Stick von dieser Art Heuschrecke, die aus Ästen, aus kleinen Teilen, von einer Benjamin-Pflanze gebastelt wurde, wenn die am Ende so ein Wort schreibt, als würde sie um Hilfe rufen. Mhm. Da liegt sie da, hat so ein Spotlicht im Gesicht und dann bewegt sie sich und schreibt 6 Buchstaben, die, wenn man sie nachliest, oh dear, ergeben. Ja. Oh dear. Oh dear, oh dear. Ist das... Sind wir da bei Shakespeare gelandet? Da sind wir vielleicht bei Shakespeare gelandet. Nee, ich glaube, zunächst war es mir, glaube ich, wichtig, eine Figur zu schaffen, dessen Verständnis sich nicht komplett auch erschließt. Also was offensiv auch damit spielt. Was ja auch
eigentlich immer ein Teil von so einer scheinheiligen Naturerfahrung ist, dass da immer noch das Verborgene liegt. Also, und dass natürlich auch das Unverständnis im Idealfall auch der Motor ist, um überhaupt zu denken oder so. Ne? Und mir war es wichtig, dass dieses Objekt an irgendeiner Stelle zur Sprache kommt. Und ich habe es eher, also ich bin eher so noch weiter zurückgegangen als Shakespeare. Also für mich war es eher auch oft wie so eine Art Hieroglyphe oder sowas, dass, dass da etwas zum Ausdruck kommt, was natürlich irgendwie so ein am Ende jetzt zu diesem Ausdruck Odile gekommen ist, aber was sich natürlich auch nicht ganz einordnen lässt. Also was kommt hier überhaupt zur Sprache? Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also okay, das legt mit seinen Körpern die Buchstaben, aber bin ich das, der das jetzt liest, oder ist es wirklich das, was es kommuniziert? Also kommuniziert es jetzt wirklich, oder ist es nur, oder bin ich es selbst, der es liest? Also, und so ist es, glaube ich, auch im Film angelegt, dass man jetzt im Nachhinein kann man das irgendwie, gibt es das irgendwie in einem Text oder so, da steht Odile, aber ich bin eher oft öfter damit konfrontiert gewesen, dass Leute es nur so ein oder zwei Buchstaben daraus entdeckt haben. Und ich glaube, das ist auch so, der vage Zustand, an dem ich so gefallen habe an dieser Szene. Der spricht auf jeden Fall so ein bisschen auch so das Verhältnis zu so einem Objekt, auf das ich Lust hatte. Also ich hatte es, für mich war es auch in der Drehsituation schon wie so ein eigenes, wie so ein eigenes Tierchen oder so ein eigenes Phantom, was irgendwie vielleicht auch in der ganzen Aufregung des letzten Jahres irgendwie übersehen wurde oder so. Aber jetzt auf einmal taucht es auf. Das ist gerade 13 Bauteile. Die Wellen 13 steckt. Das ist der Natur geschuldet. Physiognomisch ist es, ja, ist es dem schon ähnlich nachgebaut wie, ja. Wie ja, dem Walking Stick im Englischen oder Stick Insect. Ja. Kommen wir nochmal auf das Kamerainteresse zu sprechen. Ja. Damit, dass eigentlich jeder sozusagen in der Lage sein könnte, potenziell Filme zu machen, und viele machen das ja auch, stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern sozusagen das Vokabular des, des Naturfilms ausgeschöpft wird. Mhm. Dadurch entsteht eigentlich eher so eine Archäologie des, des Naturfilms, der eine gewisse Trauer hat. Mhm. Und die Frage, die sich aber dann ergibt, ist, wie kommt man da raus? Wie kommt man da raus? Ja, ich glaube, also ich finde, ein großer Unterschied für mich ist, dass ich die Bilder noch selbst produziere. Ich finde, das macht auch in der Frage, glaube ich, einen großen Unterschied. Also, weil natürlich extrem viel da ist, um es zu dekonstruieren. Und man kann sich natürlich, das machen ja auch viele mit eher auf Found Footage, also in ja, sich an Material bedienen, was schon produziert ist, weil einfach so viel da ist. Reicht, also kannst du eigentlich deinen Film schon daraus vielleicht schreiben, aus dem, was schon da ist. Und für mich ist es schon, ich glaube schon noch an diesem Prozess, dass, dass ich mich physisch damit zum Teil auseinandersetze. Und mir geht es auch, glaube ich, nicht nur um eine Dekonstruktion. Also ich habe schon ein Interesse, das zu spüren oder zu sehen, was eigentlich einem begegnet, wenn zum Beispiel wie so ein erzählendes Objekt fehlt oder ein erzählender Faktor fehlt. Also im Atelier, was entsteht, also was tritt einem gegenüber, wenn eigentlich nichts da ist. So. Und da glaube ich eher fast so spirituell dran, was für ein Geist das ist oder so. Und glaube, dass es da eigentlich wie so eine Musik liegen könnte, die vielleicht noch nicht, dessen Ton vielleicht noch nicht irgendwie jedermanns Ohrwurm ist oder so. Mhm.